Er ist tot. Was? Bam. Was? 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 Das heutige Video wird ein bisschen anders als sonst, Leute. 8 Uhr morgens und wir sind die Ersten auf dem Fußballplatz, Freunde. Hallo, hallo. Okay, tatsächlich doch nicht die Ersten. Der Bruder. Der ist uns einen Schritt voraus. Ja, das kann nicht sein. Ich nehme an, der war letzte Nacht da. So, der ist noch von gestern hier, weißt du? Das kann auch sein. Ja, wir sind die Ersten heute. Vielleicht habt ihr es im Titel ja schon gelesen. Wir leben heute 24 Stunden, also einen Tag, wie ein Profifußballer. Vielleicht seht ihr es an meinen Augenringen. Deswegen sind wir extra früh aufgestanden, um natürlich erstmal die erste Trainingseinheit hier reinzuknallen. Ne? Genau wie ich mir diese Banane jetzt hier reinknalle. Oh. Wenn es einer nötig hat, wie Profifußballer zu leben, dann wir. Wow. Ja. Jetzt steht natürlich erstmal so Individualtraining bzw. Duo-Wahltraining an. Holzi und ich. Machen wir ein paar Übungen zu zweit halt ein bisschen. Stürmer gegen Verteidiger, ein bisschen Passübung, ein bisschen Panner. Einfach um besser zu werden. Aber müssen Profis eigentlich auch besser werden? Weil die sind Profis, ja schon Profis müssen auch mal besser werden. Ah, okay. Ich dachte auch, wir machen heute einfach schön einen chilligen Tag so. Ich sag so, Holzi, morgen leben wir 24 Stunden wie Profifußball. Der, jawoll! Die erste Übung habe ich aus Bodes Bootcamp geklaut. So trainieren auch die Profis. Stürmer versus Verteidiger. 1 gegen 1 gehen. Ich mache mich schon mal warm, ja? Ja, top! Unglaublich! Ja. Oh, oh! This is it! Man muss auch den Gegner verwirren mit bestimmten Kampfschreien. So mache ich das auch in der Kreisliga C. Bist du direkt verwirrt? Jetzt nehme ich direkt an. Nope. Ein kleiner Schritt bis zum Profi, ne? Weißt du nicht, wie lange Zeit für eine Pause? Bei Fußballprofis nicht auch Pause oder so? Nein! Ey, wir haben schon unsere Probleme, das leere Tor zu treffen. Ey, wir sind beide gute Verteidiger, kann man sagen. So die Besten einfach. So, komm her, du Oompa Loompa. Nein! Irgendwann muss das erste Tor mal fallen. Perfekt, der Touch ist vorhanden. Die einzigen Kreisligaspieler, die trainieren wie Profis. Und trotzdem Kreisliga spielen. Kondi und alles haben wir ja eh. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Diese ganze Shisha-Balken. Torschuss müssen wir trainieren. Das ist das A und O. Apropos Shisha-Bar. Es sind auch viele Profis ab und zu in der Shisha-Bar, habe ich gehört. Ist das unser nächster Stop? Max Kruse, lad uns mal auf eine Piefe ein. Freistöße knallen. Machen alle Profis. Real Madrid, Bayern, alle machen's. Und wir müssen es auch. Ich schwitze schon, siehst du? Ha! Ah! Ja, habt ihr gesehen? Der Ansatz war da. Seht ihr, so schießt man Freischüsse, Alter. Mauer sogar gesprungen und trotzdem nicht drangekommen. Vertrau niemals einem Profi. Also das hier ist wirklich meine leichteste Übung. Ich glaube, da bin ich sogar besser als ein Fußballprofi. Boah, der senkt sich perfekt da rein. Perfekt. Komm, ich zeige euch jetzt noch mal einen anderen Winkel. Ja, das ist, ich sag ja, das müssen wir gar nicht üben. Da bin ich Fußballprofi. Komm, dritten hintereinander. Die Serie ist gerissen. Man kann auch nicht immer alles treffen, ne? Warum sind unsere Innenverteidiger am Tor gefährlichsten? Ich bin einfach nur doof. Ey, wenn ihr wollt, dass wir mal wirklich ungelogen eine Woche wie Profifußballer leben, trainieren, Party machen wie Profifußballer, einfach uns so verhalten. Ich würde sagen, der Deal ist 40.000 Likes. Da leben wir eine ganze Woche lang wie ein Profi. Komm, wenn ihr es sehen wollt, lasst ein Like da. Gotta stay hydrated. Be water, my friend, be water. Wichtigste, wenn man so trainiert. Die Flasche sagt das schon, es geht immer nach oben. Wir wollen auch ganz nach oben.
Nächste Übung, flanken. Erst flanken wir auf dem Platz und später flanken wir auch noch die eine oder andere weg. Fangen wir hier schon mal an, das zu trainieren. Ja, da ist er! Terrain, was ich sehr selten betrete, weil ich meistens Innenverteidiger zocke. Aber ich zeige euch jetzt auch, dass Innenverteidiger Tore machen können. Flanke wäre eh nicht durchgekommen, glaube ich. Geil. Ist das schon die Flanke? Ja. Bam. Nope. Ich glaube, ich sollte jede Position spielen. Sollte Holzi lieber im Sturm spielen oder in der Verteidigung, Leute? Schreibt mal unter das Video. Ich meine, ihr könnt euch erstmal das Training hier angucken. Er kann aber einfach alles. Sturm oder Verteidigung? Jawohl! Kennst du Oleg? Oleg mit die Eier? Wo soll ich spielen, ist die Frage. Bank. Letzte Übung erstmal für die erste Einheit. Mir fällt auf, das Training ist eigentlich so wie unsere Challenges. Wir machen einfach Fußball-Challenges. Deswegen sind wir so schlecht. Egal. Noch einmal, Torwart wirft ab und wir schießen drauf. Ja. Genau so soll das aussehen. Oh yeah, first try, no lie. Und so sah es in echt aus. Ah, was? Ah. Nein. Meine Fresse. Ah. Jetzt Neymar Touch. Achte auf den Touch, Leute. Achte auf den Touch. Und der Kreideschrei von Onyx, das war er ungefähr. Bruder, das war jetzt der Anfang. Das war, sag mal, zwei jetzt Stunden ist, vielleicht. Jetzt ist der Profitag auch mal langsam vorbei. Jetzt kann man sich mal schön die Eier kauen lassen. Auf gar keinen Fall. Ja, das machen die Profis auch so. Auf gar keinen Fall, es geht jetzt weiter. Ich glaube, ich habe ein anderes Verständnis von Profi als du. Baby, du bist nett und so. Und du bist heiß. Heiß wie Marilyn Monroe. Einheit auf dem Platz erstmal abgeschlossen. Weiter geht's. Fußballprofis ruhen sich nicht aus. Wir fahren jetzt direkt ins Gym, bisschen Kraft trainieren. Man braucht auch Muckis als Profi, ne? Wie deine Bego Blau. Unser privates Fitnessstudio hat gerade Renovierungsarbeit, können wir gar nicht hin. Deswegen müssen wir wie normale Volk in Fit One einfach gehen. Aua. Im Fußball gibt's auch oft Stress, deswegen muss man sich zu verteidigen wissen. Hast du gerade hier meinen Mitspieler angegriffen? Was? 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 War nix. Er hat angefangen. Wir sind zwar im Gym, aber trotzdem darf man die, das Ballgefühl nicht vergessen. Oh, das macht Lionel Müsli und Verratti auch immer bei PSG. Komm, wir trainieren mal mit den Gewichten. Hier, 20 Kilo Ding. Krank, Digga, die kleben einfach auf Boden fest, diese Gewichte, hä? Ich habe das davor schon gemacht. Ist auch gut für einen stabilen Nacken. Und dann dabei noch ein bisschen texten am Handy. Das ist jetzt, ne? Das ist jetzt eine ganz komische Position. Oh, ah! Was die anderen Profis hier machen, ist mir ein Rätsel. Das machen Profis auch, Bruder, glaub mir. Training muss man immer ernst nehmen, aber da gibt es so diese ein, zwei Neymars und Mbappé. Ey, lass da nicht die Seife fallen unter der Dusche. Messi kann das auch nicht. Das ist immer mein Anspruch. Besser als Messi zu sein. In allem. In Körpergröße gewinne ich schon mal. Hier unten glaube ich auch. Wir testen jetzt unsere Sprungkraft für Kopfbälle wie Krisch. Machen wir Anlauf, oder? Willst du was stand? Auf der Arm. Oh. Wir sind auch keine Weiche. Wir sind ja keine Basketballer, wir sind Fußballer. Man, das ist fast so groß wie ich, Alter. Will ich mal daneben? Jetzt wird's hart. Wenn man das schafft, dann kann man schon Bundesliga spielen. Aber Messi schafft das selber nicht, Alter. Messi ist nicht mal so groß.
geht das doch irgendwie, oder? Ich glaube nicht. Was machen Fußballer im Gym? Machen auch so Dehnübungen und so, weißt du? Das machen die Profis sehr viel. Also jeden Muskel musst du spüren. Alles dehnen, damit du dir keine Verletzungen bekommst. Das Video kann natürlich auch nicht 24 Stunden lang sein. Ich kann natürlich alles zeigen. Klein Ruffle machen wir. Denkt an die Likes für das 7-Tage-Video. Wenn so ein Spieler auf einen zukommt, so, bitte, lass mich in Ruhe. Bitte, lass mich in Ruhe. Jahrelange Altstadterfahrung, Leute. Nein, alles gut, Kollege. Einfach Tarzan. Den Namen. Komm, Tarzan-Abi. Reicht, oder? Man muss auch anders trainieren, um andere Ergebnisse zu erzielen, weißt du? Genau. Das ist halt das Ding. Muss wirken. Hast ja irgendwann die Situation, du wirst so mal so zu Boden gerungen. Ja. Oder musst du deinen Kaffee weiterlaufen? Ich sag dir, das wird dir irgendwann im Spiel, wird dir das helfen. Hälfte des Tages rum, knappe Hälfte des Tages. Wir haben gut geackert schon, muss man sagen, mehr als wir sonst so machen. Da muss natürlich eine Belohnung verdienen, gleich geht's fein essen wie die Profis. Ja, natürlich. Auch wichtig, viel Wasser am Tag trinken, stay hydrated. Falls ihr euch fragt, was wir die ganze Zeit trinken. Tatsächlich. Das hier ist Air Up, Leute, Air Up, ja. Da ist einfach normales Wasser drin, aber mit Geschmack über diesen Pot nennt man das. Genau, das Gesündeste, was ihr trinken könnt, ist Wasser. Normales Wasser. Aber falls ihr das ein bisschen zu langweilig findet, gibt es dazu solche Aufsätze und ihr denkt, ihr trinkt nicht einfach normales Wasser, sondern Wasser mit Geschmack. Ich habe gerade Pfirsichwasser und das schmeckt nach? Apfel, oder? Pfirsich tatsächlich. Und jetzt nicht normal essen, Leute. Nein, wir gehen auch wie die Profis essen. Da müssen wir uns doch auch ein feines Etablissement raussuchen. Kein Profi setzt sich in Meckes rein. Ich kenne nur einen, Timo Werner nach Champions League. Wie eingeschränkt er ist. Nach dem Training ist es natürlich auch wichtig, zu relaxen. Deswegen habe ich nicht das Relax-Programm genommen, sondern das Energie-Programm. Ich werde jetzt mit extra Energie versorgt, weil wir haben noch ein paar Trainings. Oh, Bruder, das quetscht mich ein, das zerdrückt mich. Bruder, boah, ich verprügel hier einer, Alter. Wie fühlt sich das an? Mir fehlen ja die Worte, Bruder. Was? Hey. Da regt sich was in der Buchse. Oh, ja, mach da weiter, bitte. Oh, so gerne. Man muss auch wie Profi singen können, wisst ihr, was ich meine? Und Show machen. Fußballer sind auch Showmaker. Einfach nochmal, du doof! Aber seit wann müssen Profis denn hier warten beim Essen? Ja, unser Kameramann hat leider keinen Tisch reserviert. Ich warte hier nicht. Ich stehe hier einfach so, weil ich hier stehen wollte. Profis machen das, worauf die gerade Bock haben. Und gerade habe ich hier Bock drauf. Wir sind jetzt im feinen Steakhouse hier, ne? Und da gibt's feines Steak hier. Das ist doch so, ist unser Niveau jetzt, wo wir angelangt sind. Starten wir erstmal mit einem Prosecco, würde ich sagen, oder mit einem feinen Rosé. Sehr deliziös. Also ich glaube, ab jetzt könnte ich jeden Tag wie ein Profi leben. Ja, vorzüglich. Der Teil gefällt mir auch am besten. Den Bauch vollgeschlagen, man denkt jetzt vielleicht, das war's. Hey, wir sind Profis, Mann. Wir sind Profis. Wir haben uns gegönnt, aber jetzt wird auch weiter trainiert. Das muss ja auch wieder abtrainiert werden, ne? Das nächste Training steht schon wieder an. Weiter geht's. Jetzt steht Mannschaftstraining auf dem Plan. Jetzt hätten wir nicht genug trainiert, ne? Alles gut? Jetzt nicht mehr. Und zwar sollte sie gesagt. Weil wir heute so viele beim FC Brotatatas Training sind, machen wir auch direkt eine kleine Challenge, also eine Schwierigkeit für mich und Holzi. Wir zu zweit gegen die drei anderen aus der Mannschaft. Das sind schon so, weißt du, die skillvollen Spieler. Schon die mit 5 Sterne Weakfoot und so. Wirklich? Ich habe eben Ballermann von Uwe gesehen mit links, der war geil. Ich habe auch mal Uwes Ballermann unter der Dusche gegeben. Okay, 2-3 auf kleine Tore. Ja, schon 2 Trainingseinheiten gehabt, ne? Deswegen spielen wir jetzt auch zu 2. Und weil das ist wirklich unser drittes Training. Und weil es das dritte Training ist, spielen wir gegen 3. Wow! Und weil wir haben ja auch zusammen 3 Eier. Bis 5, mal sehen, wie es läuft. Okay, kommen lassen.
Nach niemandem kommen. Ich geh auf alles drauf. Ja, Holzi! Holzi, rechts! Was sagst du? Ego. Abseits. Ja, und das war's. Oh. Kann er nicht. Nein, Mann, hör doch. Ja, kann er nicht. Oh. Wusste ich. Geklärt! Ja! Diego klärt ihn auf der Linie. Diego, was sagst du dazu? Dinge passieren, mein Gott. Hätte er nicht schon alleine auch reingegangen? Ja, reingegangen. Kann er nicht. Wieder macht er gut. Waren zwei Panas drin, ne? Ja, ja, ja! Du musst probieren, da! Nee, nee, nee! Ah! Ah. Ja, nochmal! Eins, eins! Oh. Nein! Geil! Er ist tot. Ich dachte so, geil! Wundervoll! Jawohl! Der hält mich um, Digga! Musste, Ego-Show. Hey, Jungs auf dem Eli Geller Cup, ihr werdet keinen Ball von mir kriegen. Ja! 3-2. Alles gut, sehr stark. Du musst! Ja, Junge. Ja! Ja! Hey, da kommt ja noch einer! Der hat gehört. Die sind noch zu billig. Ey, Störball! Gib hier. Oh. War sehr gut bis dahin. Ja, schön. Jawohl. Ja! Game over. Ja. Das war noch zu easy. Let's Tor entscheidet. Holt euch die nächsten ran hier. Ja, 5-4, komm. Ich glaube, wir haben zu wenig. Das dritte getrunken. Einheit, ja. Ja, wir sind gar nicht mehr hydrated. Dein Kopf qualmt. Ach, so eine Einheit wirklich wichtig, Alter. Tut gut. Ja, was eine Einheit, was ein Tag, war richtig anstrengend, aber hat gebockt. Leute, checkt auf jeden Fall Air Up Up. Diesen Pott, ne, der schmeckt gerade nach Pfirsich, den kannst du einfach austauschen. Nice Sache, erster Link in der Beschreibung, kommt ihr zum Instagram von denen. Können wir mal ein bisschen mehr Informationen abchecken, wenn das folgt. Ansonsten, wir sind ready für die nächsten Spiele. Lasst ein Like da, wir sehen uns im nächsten Video. Geil!